Hallo Freunde und Minecraft-Verrückten da draußen. Wir installieren heute den Mo Creature Mod. Dieser Mod fügt mehrere Kreaturen zu deinem Minecraft hinzu. Ich zeige hier gerade mal eine Internetseite. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da klickt ihr drauf. Dann kommt ihr hierher und dann könnt ihr hier runterscrollen, könnt ein bisschen was durchlesen, ein bisschen Englisch lernen, Videos angucken, was für Tiere so da reinkommen. Und unter den Videos ist auch, sind auch die ganzen Download-Links zu den ganzen Mods, die ihr braucht. Also wir brauchen zum einen die Mod an sich, und zwar ist das die Kreaturen-Mod, die Creature-Mod brauchen wir. Dann brauchen wir den Forge-Client, das ist ein Mod-Loader. Dann brauchen wir die GUI-Mod und die Custom-Mob-Spawner-Mod brauchen wir auch noch. Also diese vier Sachen holt ihr euch jetzt, da könnt ihr draufklicken und euch das runterladen. Packt euch das am besten in irgendeinen Ordner, wo ihr das schnell wieder findet, so wie ich hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Würde ich sagen. So. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ihr das habt. Und dann kann es nämlich auch weitergehen. Jetzt habe ich... Moment. Können wir zumachen. So, also. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr die ganzen Mods habt. Und jetzt müssen wir noch deine Minecraft-Jar bereinigen. Der Mod funktioniert jetzt zwar auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Shader-Mod installiert habt, kann es natürlich auch sein, dass der auch mit dem Shader funktioniert. Bei mir hat es vorhin auch geklappt. Aber ich zeige es jetzt mal ohne. Und ja, ihr könnt ja probieren, das einfach über den Shader drüber zu installieren. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wir probieren es jetzt eben ohne. Und dazu müssen wir jetzt auch erstmal deine Minecraft-Jar bereinigen. Deshalb geht ihr in den Minecraft-Ordner. Ich habe mir hier eine Verknüpfung gemacht. Wenn du nicht weißt, wie man reinkommt, google es einfach mal. Das wird schon tausendfach erklärt. Du musst einfach nur bei Start ausführen, %appdata% eingeben. Dann kommst du da schon hin. Und ja, wir gehen jetzt also in diesen Bin-Ordner. Jetzt entweder machst du ein Update, also du klickst auf Minecraft, ausführen, entweder gehst du hier auf Optionen und machst ein Force-Update, oder du machst das so, wie ich es immer mache, speicherst dir die ganzen Chars ab, so wie ich hier, ich habe hier ein paar Chars schon abgespeichert, hier ist eine Char ohne irgendwelchen Mods, hier habe ich eine Char mit Shader-Mod drin und Optifine. Und bla bla bla. Hier ist quasi schon allerhand drinne. Wir nehmen jetzt immer diese Minecraft-Chart, wo nichts drinne ist, dass wir alle auf demselben Level sind. So. Und fügen die hier ein. Ersetzen. Jawohl. Und jetzt haben wir es ersetzt. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ich weiß nicht warum, aber es irgendwie fühlt sich das so an. So. Als nächstes öffnen wir diesen Minecraft-Chart natürlich. Mit einem Archivprogramm. Hier findet ihr, also so sollte es bei euch auch ansehen, hier sind ganz schön viele Dateien drin. Hier ist auch dieser böse Meta-Impf-Ordner, der ist verhasst in der Minecraft-Szene, der muss weg, weil der verhindert die ganzen Mod-Installationen. Meistens ist Blackscreen die Folge oder sowas, das heißt, wenn du irgendwie mal einen Blackscreen hast, guck erstmal, ob dieser Meta-Impf-Ordner weg ist, weil an dem hängt es meistens. So, den haben wir jetzt also gelöscht, den Meta-Impf-Ordner. Jetzt gehen wir in den Ordner, wo wir die Mods abgespeichert haben und öffnen zuerst den Minecraft-Forge. Das ist dieser Mod-Loader, den brauchen wir. Da ist auch ein Meta-Impf-Ordner drin, ich weiß nicht warum, der ist da drin. Wir wählen aber trotzdem alles aus und drücken dann Steuerung und linke Maustaste auf diesen Ordner und auf diesen Ordner, dass wir die eben nicht ausgewählt haben. Den Rest ziehen wir hier rüber. So, jetzt haben wir quasi alles drin, bis auf diese zwei Ordner. Das hier hat den Grund, ich habe den Ordner früher immer mit rüber gezogen, dann hatte ich Probleme mit dem Sound. Deshalb mache ich das jetzt extra, und zwar öffnen wir den Ordner hier, dann gehen wir auf Sounds, dann auf Codex und das gleiche machen wir hier auch. Paul's Code, Sounds, Codex und jetzt ziehen wir von links nach rechts einfach diese Dinger rüber, diese drei. So, und fügen die ein. Ja, dann gehen wir wieder aus diesem Ordner raus und gehen wieder hier in diese normale Minecraft-Char rein. Also ganz an den Anfang quasi. Und öffnen die GUI-API. Auch mit einem WinRAR-System oder ähnlichem. Da ist auch wieder so ein Meta-Impf-Ordner drin, warum weiß ich auch nicht. Da machen wir gerade dasselbe, alles markieren, bis auf diesen Meta-Impf-Ordner und rüberziehen. Rüber mit der Scheiße. Wenn es euch zu schnell oder zu langsam geht, dann sagt's, dann kümmere ich mich beim nächsten Tutorial drum, dass es langsamer wird und besser verständlich. Ich bin jetzt gerade in so einem Flow drin, kaum zu stoppen. So, jetzt können wir quasi schon alles zumachen. Also, wir lassen es nochmal Revue passieren. Diese zwei Ordner, bis auf den Meta-Impf-Ordner, müssen diese zwei Ordner einfach in die Minecraft-Char hinein.
Und jetzt können wir Minecraft schon mal das erste Mal öffnen. Ausführen bitte. Login. Das hier ist jetzt quasi dieser Modloader. Manchmal ist auch noch ein Grund, dass deine Firewall diesen Modloader blockiert. Dann müsstest du mal kurz deaktivieren. Keine Angst, da lädt kein Mist runter, also kein Virus oder sowas. Könnt ihr ruhig deaktivieren, dann könnt ihr dem Hersteller dieser Mod ruhig vertrauen. Ist auch oft ein Grund, weil der Modloader will irgendwie ins Internet und manchmal blockiert eben deine Firewall, dein Virenprogramm eben diesen Modloader. So, also Minecraft funktioniert, da stehen jetzt auch allerhand Sachen. Und hier funktioniert es auch. Aber wir haben ja noch nichts installiert, bis auf den Modloader. Und deshalb gehen wir hier auch wieder raus. Zack. Huch. Und gehen mal wieder in den Minecraft-Ordner rein. Minecraft-Ordner. Hier haben wir den. So, im Minecraft-Ordner ist nämlich jetzt ein bisschen was passiert. Unter anderem hat sich hier so ein Mod-Ordner gebildet. Und wenn der nicht da ist, musst du eben rechte Maustaste, neu und Ordner hinzufügen machen. Da musst du eben einen neuen Ordner erstellen. Aber in der Regel ploppt der dann hier auf. In der Regel spawnt er hier. Und in diesen Ordner ziehst du jetzt die anderen zwei rein. Zum einen den Kasten und dann den Creature-Mod. Die zwei Mods ziehst du jetzt einfach hier rüber und schon sind die installiert. So einfach kann es gehen. Also die Mod an sich ist einfach nur rüberziehen und der Rest macht den Modloader. Jetzt kannst du hier eigentlich auch getrost zumachen und wir können einfach mal in Minecraft reingehen. Und wie gesagt, nur weil es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei allen anderen auch so funktioniert. Kann natürlich sein, dass es nicht funktioniert, nicht verzagen. Da müsst ihr einfach nochmal ein bisschen rumgoogeln, nochmal ein bisschen ausprobieren. Ist halt mit Arbeit verbunden, Minecraft spielen, ist halt leider so. Also ihr dürft nicht sofort aufgeben. Funktioniert schon. Irgendwie. Also, aber wenn ihr jetzt eine reine 1.4.7 Datei habt, müsste es eigentlich funktionieren. Weil bei mir geht es ja jetzt momentan auch. Ihr habt es ja gesehen. Normalerweise mache ich nichts anderes als ihr. Wir gehen einfach mal hier in die Let's Play Welt rein. So. Jetzt wird es natürlich gerade Nacht. Wir cheaten jetzt mal kurz. Cheaten ist im Let's Play eigentlich verboten. Aber wir sind ja hier in einem Tutorial. Deshalb geht das schon. Das hier ist übrigens auch unsere Let's Play Welt. Die ich so mit den anderen Leuten, die so immer in die Kommentare rumschreiben und so. Mit denen habe ich das zusammen erstellt. Ja, könntest du auch mal gern vorbeischauen. Bist gern gesehen. Also, ich verscheuche niemanden. Ihr dürft gerne reingucken. So, jetzt könnten wir natürlich uns auf die Reise begeben und könnten ein Tier suchen. Wir können mal hier in die Options gucken. Ich muss auch mal kurz die Musik hier runterstellen. So. In den Options, da befindet sich jetzt eine neue Kategorie und die nennt sich hier Global Mod Options. Und da ist dieser Mo Creature Mod drinne. Und hier könnt ihr die ganzen Einstellungen machen, zum Beispiel Spawnrate, was für Tiere, wie oft und ach, hast du nicht gesehen. Da gibt es so viel Zeug. Ich stelle mir immer hier die meisten Gegner hier stelle ich mir aus, zum Beispiel Werwolf und so, der ist sehr schwer zu besiegen. Also viele davon machen auch deine ganze Welt kaputt und so. Deshalb mache ich die immer weg und ja, brauche ich nicht. Die anderen sind dann hier drin, zum Beispiel Animals oder hier Hunter-Mods, Hunter-Kreaturen, zum Beispiel ein Bär oder sowas. Also hier könnt ihr einstellen, ja, wir können jetzt mal rumlaufen und gucken, ob wir welche finden, aber ich glaube, die Spawnrate ist noch relativ selten eingestellt, weil natürlich ist ja auch blöd, wenn du da alle 5 Meter so ein Tier findest. Wir könnten mal eins machen, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Cheaten wir uns jetzt sogar nochmal. Du kannst nämlich hier auf Insta-Spawner, kannst du dir vor Ort mal ganz schnell welche spawnen lassen. Zum Beispiel machen wir mal 4 Bienen, die spawnen wir. Dann wollen wir einen Bären haben. Dann eine große Katze. Dann hier, guck mal, so, was weiß ich, 8 Vögel. Eine Schlange braucht man nicht. 4 kleine Häschen oder 5 kleine Häschen. Schmetterlinge, komm, alles her damit. Eine Katze. Jetzt machen wir 2, so. Brauchen wir nicht. Krokodile, das ist mir zu brutal. Jetzt Delfine können ja nicht laufen. Eine Ente machen wir mal dazu. Ein Elefant machen wir mal dazu. Ach, das war's. So, jetzt drücken wir hier auf Back. Jetzt spawnen die quasi vor Ort. Dass ihr die auch mal seht, weil ich habe nur noch 2-3 Minuten. So, und da sind wir schon alle. Ui, hier ist was los in Creeper Town. Wahnsinn. Also, wir haben hier zum Beispiel, was ist das denn?
Ein Vögelchen. Da ist eine Katze. Toll, noch mehr Vögelchen. Bienen, Schmetterlinge und Enten. Alles da. Wo ist denn jetzt der Elefant hin? Da kloppen sich die Tierchen schon. Hallo Elefant, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Da ist so eine Raubkatze. Die fressen sich natürlich auch gegenseitig. Und wie gesagt, da gibt es auch ganz schön viele Viecher, die sich die ganz schön die Landschaft kaputt machen, ne? Verdammt, wo ist denn jetzt der Elefant hin? Na komm, wir holen uns nochmal einen Elefanten. Oh, scheiße, falsch. Da und dann machen wir mal. Keine Ahnung. Ja, noch weiter. Da war er. Ach komm, scheiß drauf. Nein, jetzt habe ich. Ah, nein, scheiße. Jetzt habe ich diese ekelhaften. Ah, verdammt. Ach so, das sind die hier. Ach, Glühwürmchen waren das. Ah, ja, okay. Ich habe eben gedacht, das wären die, wo alles im Brand stecken. So, naja, gut, den Elefant finde ich jetzt gerade nicht mehr. Es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist hier bei euch in Minecraft auf einmal viel mehr los. Und, ja. Wir gucken, können mal gucken, ob hier vorne im Wasser schon was ist. Jetzt kann es ja zeigen. Ich glaube, das momentane Let's Play ist jetzt genauso weit, wie wir hier in dieser Welt sind. Ich guck mal, vielleicht ist hier, manchmal schwimmen hier schon, da höre ich einen Zombie. Da vorne schwimmt ein Delfin, hier ist ein Rochen. Da ist noch ein Delfin, toll. Du kannst sogar mit den Delfinen schwimmen. Ja. Und zwar drücke ich mal rechte Maustaste. Ups. Jetzt hat er mich abgeworfen, der Sack. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, oh, du armer Delfin. Scheiße, wie kriege ich dich da wieder rein? Der ist gestrandet. Boah. Ich wollte dich doch nicht umbringen, ich wollte doch nur mit dir schwimmen. Verdammt. So. Also, ich hoffe, ihr konntet eure Mods auch so installieren wie ich hier. Für Fragen bin ich gerne... Jetzt schwimmen wir quasi. Na? Hallo, warum kann ich nicht auf dir reiten? Jetzt. Juhu. Hui. Da ist er. Naja. Also. Ich hoffe, ihr konntet eure Mods installieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche sie natürlich zu beantworten. Kann es natürlich nicht alle beantworten, weil ich bin auch nicht allwissend. Das ist ja nur der Herr Doktor allwissend. Der ist ja allwissend. Und, oh, was machen meine Hunde denn hier? Hallo? Hä? Wieso kommt... Hä? Was macht denn ihr hier? Ihr Deppenhunde. Hallo, was soll das denn? Ah, verdammt. Ja, super. Muss ich das später wieder aufräumen, dass ich das Let's Play starten kann. Ihr Deppenhunde, ich hasse Deppenhunde. So, ja, also, kann natürlich sein, dass es bei dir mit mehr Problemen behaftet ist, diese Bot zu installieren, aber wie gesagt, nicht verzagen, einfach immer weiter probieren. Bei mir war das auch, ich habe ein Video gesehen, habe alles genauso gemacht wie der Typ in dem Video und es hat einfach nicht funktioniert und ich hätte so kotzen können, ich hätte dem Typen eine Hassmail schreiben können, aber der Typ kann ja auch nichts dafür, weißt du? Das sind dann einfach nur irgendwie eine kleine Einstellung gewesen, die bei mir noch vorhanden waren, die hatte der eben nicht und deshalb hat es bei dem funktioniert und bei mir nicht. Hupsala. Und deshalb bitte nicht aufregen, wenn es bei euch nicht funktioniert. Einfach weiter probieren, vielleicht auch mal fragen oder einfach nochmal googeln. Die meisten Antworten sind ja schon beantwortet im Internet. Und ja, also wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit der Mod und die wertet Minecraft auch nochmal auf. Ich kann dann auch bei Gelegenheit nochmal zeigen, dass es mit meinem Shader-Mod auch noch funktioniert. Also ich hatte das mal vorher ausprobiert, aber nicht jeder mag ja diesen Shader-Mod. Deshalb habe ich es einfach mal ohne Shader-Mod installiert. Also dieses im Tutorial jetzt, aber im Let's Play benutze ich natürlich den Shader-Mod und auch diesen Mo-Creature-Mod jetzt hier. Weil dann das ist mal cool, wenn man so ein bisschen auf Survival-Tour gehen kann, ne? Einfach mal so gucken, was für Viecher hier rumrennen und so. Das ist doch toll. So, ich glaube, der Christurix hat uns die ganze Zeit zugeguckt, da unten am Bildschirmrand. Wir lassen uns aber nicht beirren und ja, jetzt habe ich noch 30 Sekunden, dann sind die 15 Minuten voll und ich kann ja nicht mehr hochladen. Ups, auf jeden Fall muss ich hier wohl noch ein paar Einstellungen machen, dass hier ein paar mehr Kreaturen spawnen, aber das kriegt ihr auch hin und ihr habt ja gesehen, dass es funktioniert. Das Delfine sind ja von alleine gespawnt. Ich gebe euch aber einen Tipp. Setzt die Spawnrate nicht so hoch, weil sonst ist es nichts mehr Besonderes, wenn man alle 5 Meter einen Elefant findet oder sowas, ne? Also, bis dahin und viel Spaß mit dieser Mod. Tschüssi, euer Chris.